Stehen die Märkte jetzt vor einer großen Seitwärtsbewegung, weil sie zwischen Trump Call und Paul Put sich hin und her bewegen, hin und her schwenken? Das ist jetzt die Frage. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Zunächst mal, was ist ein Paul Put? Ein Put ist ja normalerweise ein Hedge, respektive man spekuliert auf fallende Kurse, tut das aber zum Beispiel als institutioneller Anleger. Legt man sich Puts ins Depot, um die bestehenden Aktienpositionen, also Long-Positionen, abzusichern. Und der Paul-Put oder der Fed-Put, wie es schon seit Jahren heißt, ist so dieses imaginäre Sicherheitsnetz unter den Märkten, das besagt, wenn es nach unten kracht, so wie im Dezember, dann wird die Fed nervös und agiert, weil schlichtweg zu viel auf dem Spiel steht, auch für die USA, weil die Amerikaner eben zu 75% ihre Vermögen in Finanzmärkten geparkt haben. Dementsprechend muss die amerikanische Notenbank dann agieren. Der Trump Call dagegen ist das Gegenteil davon. Das ist die aggressive Haltung von Donald Trump, der dann immer wieder neue Zölle androht, damit Vollgeschäden schafft. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Dinge durchaus schwieriger geworden sind in der Weltwirtschaft, auch durch Donald Trump und seinen Protektionismus. Und dementsprechend könnte die Logik so sein, wie wir sie hier in dieser Grafik der Bank of America Merrill Lynch sehen, dass praktisch Trump mehr Zölle ankündigt. Wir haben zum Beispiel heute Nacht, hat das US-Handelsministerium weitere Zölle im Volumen von 4 Milliarden Dollar auf Waren aus der EU vorgeschlagen. Oliven und italienische Oliven und schottischer Whisky sind vorwiegend darunter. Das sind Dinge, die natürlich extrem wichtig sind, aber für einzelne Branchen dann eben doch entscheidend sind. Jedenfalls Trump kündigte mehr Zölle an. Daraufhin sehen wir, dass die Wirtschaft und die Märkte leiden. Daraufhin muss die Fed reagieren, indem sie die Geldpolitik lockert, zum Beispiel durch Zinssenkungen. Dann steigen die Märkte wieder, die Wirtschaft erholt sich und Trump kündigt wieder neue Zölle an. Das Rad geht dann wieder von vorne los, beginnt wieder von vorne sicher zu drehen. Das könnte der Mechanismus sein, der einerseits dafür sorgte, dass die Märkte durch den Paul-Put nicht zu sehr absaufen nach unten, aber auf der anderen Seite durch den Trump-Call eben auch nicht zu stark steigen, weil immer, wenn es dann scheinbar nach oben geht, ist dann doch irgendwie der Deckel drauf, weil eben neue Zolldrohungen der Fall sind. Das ist das skurrile Muster, das jetzt an den Märkten der Fall sein könnte, sodass wir möglicherweise übergeordnet mit Schwankungen vor einer Seitwärtsbewegung stehen werden. Das ist die Situation. Wir haben auf der anderen Seite jetzt die Lage, dass wir sehen, dass die globalen Daten immer schwächer werden. Ich hatte gestern diese Grafik gezeigt, wo wir hier sehen, wie die Market, also die PMIs, die Einkaufsmanager-Indizes überwiegend doch deutlich abschmieren. Jetzt haben wir eben die Situation, dass diese globalen PMIs deutlich nach unten zeigen. Und normalerweise gibt es da einen engen Zusammenhang zwischen Gewinnen respektive Umsätzen der S&P 500 Unternehmen, das dürfte auch für DAX-Unternehmen gelten, und eben diesen globalen Einkaufsmanager-Indizes. Und wenn eben dieses richtig ist, dann dürften die Gewinne weiter absaufen. Wir stehen ja jetzt vor der US-Berichtssaison. Man erwartet einen Rückgang der Earnings von 2,3%. Nachdem wir im ersten Quartal minus 0,3% hatten, wäre das dann eine Gewinnrezession technisch gesehen, nämlich zwei Quartale hintereinander lägen wir in den Miesen. Wir haben weiterhin die Situation, dass wir jetzt genau ein Quartal die Zinskurve invertiert haben. Mithin rentieren also, liegt der Zins also bei dreimonatigen US-Staatsanleihen höher als der bei zehnjährigen US-Staatsanleihen in der Erwartung, dass die Fed eben on the long run die Zinsen senken wird. Das ist in der vergangenen Zeit immer eine Indikation gewesen, dass wir zwischen 9 und 18 Monaten später dann eine Rezession bekommen. Wenn wir also jetzt schon ein Quartal hinter uns haben. Ich hatte gestern diese Grafik gezeigt. Wir haben ja die längste Expansion, die längste Wachstumsphase der amerikanischen Wirtschaft jetzt mit 121 Monaten, aber eben seit einem Quartal eben auch die invertierte Zinskurve, und die ist invertiert, weil die Märkte mit weiterem Doping durch die Notenbanken rechnen, und dieser Aufschwung ist eben auch nur möglich gewesen durch das Doping der Notenbanken. Schauen wir uns die Dinge an, wie sie sich in den Charts präsentieren, und wir sehen hier den S&P 500 seitwärts laufend. Das wäre also schon mal vielleicht eine erste Indikation, dass wir dieses ausgeglichene Kräfteverhältnis haben zwischen
auf der einen Seite Paul Putt und Trump Call, zumindest bis zur US-Berichtssaison. Wir sehen, wie gesagt, den S&P, der jetzt ein bisschen runterkommt, aber in der Summe seitwärts läuft. Das gilt, oder zumindest jetzt heute Nacht seitwärts läuft, das wollte ich nicht zeigen. Ich wollte eigentlich das hier zeigen. Das ist der Dow Jones, 26.713. Wir haben dann den DAX. Wo ist er? Da, bei 12.529. Wie gesagt, gestern direkt die Widerstandszone angelaufen, 12,6, 12,620, da gescheitert. Jetzt die Frage, wo geht es weiterhin? Wir sehen den Euro, der sich jetzt unter der 1,13er Marke aufhält, nach dem gestrigen Sell-Off. Weniger wohl wegen dem Chaos, das jetzt herrscht in Sachen, wer wird eigentlich was in der EU? Möglicherweise wird der neue EZB-Chef oder Chefin dann erst nach der Sommerpause irgendwie bestimmt werden. Wir sehen den Goldpreis bei 1.393, apropos Euro, respektive Eurozone. Gestern ja ein ziemlich ekliges Video mit Timmermans, dem Kandidaten der sozialdemokratischen Parteien Europas und dem bulgarischen Regierungschef, wo man diese Hinterzimmerdiplomatie nochmal wirklich in Augenschein nehmen konnte. Ich gebe dir das, du gibst dir mir das. Das hat mit der Demokratie und Transparenz nicht mehr allzu viel zu tun. Wie auch immer, der Goldpreis bei 1329 und wir sehen den Goldpreis bei 59,00 $, nachdem man sich seitens aller Beteiligten auf Förderkürzungen beim Öl einigen möchte. Saudi-Arabien, Russland und Irak haben den Anfang gemacht. Die OPEC wird wohl nachziehen. Also, wir sind in der Spanne zwischen dem Trump-Call und dem Powell-Put. Im kurzen Zeitfenster, muss man sagen, ist eigentlich alles Positive jetzt drin. Wir haben die Erwartung, dass die Fed die Zinsen senkt, eher öfter als seltener eingepreist. Und wir haben den Burgfrieden, den Waffenstillstand von Donald Trump mit China eingepreist. Aber die Frage ist, wie lange hält der, bevor Donald Trump dann wieder sagt, ach ja, mir fällt jetzt mal was Neues ein. Insgesamt hat ja Trump keine Frist gegeben, keine Garantie gegeben, kein zeitliches Limit gegeben. Das heißt, es unterliegt allein seiner Willkür, wenn man so will, diesen ganzen Deal, diese ganze Verabredung mit China wieder in sich zusammenfallen zu lassen, ohne eben eigentlich wirklich Zusagen gegeben zu haben, sondern das ist nur eine Absichtserklärung, die sich bei Trump jederzeit ändern kann, wie wir alle wissen. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Dienstag. Und hoffe, Sie genießen den Tag, meine Damen und Herren. Servus und...